Silvia Eder, die Wirtin vom Freizeitanlagenbuffet. Erzähl uns einmal ein bisschen was über die Freizeitanlage, die ist ja derzeit in aller Munde bezüglich Grillverbot und zu vielen Ausländern. Was sagst du da dazu? Also Ausländer sind in dieser Anlage mindestens jedes Wochenende 500 pro Tag. Sie veranstalten hier Familienfeste, sie grillen, sie verbringen den Tag hier. Ich denke mal, dass ich, was ich schon mitgekriegt habe, von 6 Uhr früh weg. Manchmal bauen sie ein Zelt auf und sie machen Spiel, Spaß, Lust und Laune. Mhm. Wenn jetzt keine Ausländer mehr hier wären, theoretisch, wie würde das für dich geschäftsmäßig aussehen? Geschäftlich gesehen, rein von meinem Buffet auszusehen, sind die Ausländer, das was man jetzt eigentlich gar nicht sagen sollte, gewinnbringend, indem sie mir einfach Eis abkaufen, Bosner, Pommes, Getränke, Süßigkeiten, alles, was man braucht, dass die Kinder auch versorgt sind. Auch Wasser ist wichtig, weil wir haben hier kein fließendes Wasser. Fließendes Wasser gibt es nur auf den Toiletten und das ist sehr anstrengend für die Ausländer, weil sie müssen mit Becher zum Tapfen gehen im Waschbecken und füllen sich dort 5 Liter Kanister an mit Wasser. Fragen mich immer, ob ich tue es nicht. Bräuchte ich einen eigenen Mitarbeiter, dass ich das zusammenbringe, dass ich ihnen Wasser gebe. Somit verkaufe ich 1,5 Liter um 2,50 Euro stilles Wasser und das nehmen sie gerne in Anspruch, weil es ihm kein Wasser gibt. Wenn es keine Ausländer geben würde, würde das Geschäft bestimmt nicht so aussehen, wie es aussieht. Mhm. Die Ausländer bringen mir geschäftlich das, dass ich im Winter auch überlebe. Wird im Winter auch gegrillt? Nein, im Winter wird nicht gegrillt, aber mein Buffet hat 365 Tage im Jahr offen. Mhm. Und im Winter verweile ich mit meinen Stammgästen. Mhm. Was natürlich einem Umsatzeingang entspricht, weil natürlich die Bevölkerung da nicht jetzt in Massen da ist. Wenn es regnet, wenn der Schnee fällt, ja, Schlitten gefahren wird im größten Fall. Aber das ist auch nicht unbedingt jedes Jahr gleich und voll viel, weil Schnee ist äußerst selten die letzten Jahre. Und so habe ich einen Umsatz im Sommer, dass ich halt sage, okay, ich kann im Winter für meine Stammgäste aufsperren. Was ist so der Unterschied zwischen, wieder mal unter Anführungszeichen, den Ausländern und den Österreichern? Meine Meinung, Österreicher würden niemals 500 Leute in dieser Anlage verweilen, schon gar nicht von 6 Uhr bis 22 Uhr. Würden nie Spiel, Spaß und gute Laune in dem Ausmaß haben, weil ich glaube einfach, dass Österreicher halt am See fahren, zu Hause in einem eigenen Garten, das mit der Familie veranstalten. Ausländer sind 15 bis 20 mitunter in einer Familie, die hier den Tag verweilen und keine Möglichkeit haben, was ich weiß von ihnen, weil ich rede auch mit ihnen, wo sie einen Tag verbringen konnten, so viel zusammen. Manche Österreicher sagen ja, die Ausländer haben ihnen die Freizeitanlage weggenommen. Stimmt das? Ja, denke ich, dass das stimmt. Schon? Glaube ich, dass das stimmt. Nur glaube ich auch, dass eben niemals 500 Österreicher da wären. Sie würden es nicht in Anspruch nehmen. Sind Österreicher auch noch da? Also man sieht ja auch für Radlfahrer, die sich da befinden. Absolut, Österreicher sind schon hier, auch Kinder, wobei bei den Kindern sieht man oft schon Probleme zwischen Ausländern und Österreichern, das gefällt ihm die Eltern nicht. Österreicher dann gern wacken, sie sind auf der BMX-Bahn, sie gehen, habe ich schon gesehen, war heuer nicht, weil ja der Schneefall nicht so war, aber ich habe schon gesehen, Österreicher gehen auch langlaufen, es wird Radl gefahren,
in dem Ausmaß. Jetzt hast du was Interessantes gesagt. Es gibt Probleme zwischen den Kindern, weil es den Eltern nicht gefällt. Heißt das, die Kinder spielen eigentlich zusammen, egal ob jetzt Österreicher oder Ausländer, und die Eltern mischen sich ein, oder wie funktioniert das? Ja, schau, die Kinder haben von vornherein ein Problem mit Ausländerkindern. Nicht, dass auf einer nicht Zugang hat, und das machen sie schon. Aber ausländische Kinder haben schon den Touch, das Revier zu verteidigen. Mhm. Das muss ich schon sagen. Das ist ganz sicher so. Was wäre da eine Lösung? Was könnte man da machen, jetzt von deiner Ansicht her? Also wenn man jetzt ein Grillverbot macht, ja, würde das was bringen? Also ein Grillverbot glaube ich auf gar keinen Fall, dass das was bringt. Ich glaube einfach, dass die Ausländer sowieso kommen ins Grillen. Mhm. Weil bis dass sie es überhaupt drauf haben, dass es nicht zum Grillen ist, würde es eh 2 bis 3 Jahre dauern. Es hat ja in der Freizeitanlage mal Grilltickets gegeben. Mhm. Weiß nicht, ob es das weißt. Und die fragen mich heute noch, 10 Euro haben sie damals zahlen müssen, für das, dass sie grillen dürfen. Mhm. Und dann muss ich sagen, nein, es gibt es nicht mehr, es passt alles, könnt ihr grillen, wo ihr wollt. Also beziehungsweise auf die Grillplätze. Und die Ausländerkinder und österreichische Kinder, glaube ich, spielen Spaß, ich weiß es nicht, ja. Ich glaube, dass unter österreichischen Kindern genauso Konflikte gibt, es wird zwischen ausländischen Kindern und unseren österreichischen Kindern. Also würde ich es nicht so bewerten. Hat dieses Grillticket, war das dann dafür, dass sozusagen die Anlage gereinigt wird? Oder? Ja, genau. Warum wurde das dann abgeschafft? Das weiß ich nicht. Also wäre es eigentlich deiner Meinung nach schlau, bevor man es der Grillverbot macht und es überprüft, wieder dieses Grillticket einzuführen? Ja, auf jeden Fall. Das Grillticket war nicht schlecht. Die Leute haben es gemerkt, sie haben es auch gezahlt. Mhm. Es war auch gar nicht so, dass die Ausländer gesagt hätten, nein, das zahle ich nicht, sondern sie sind tatsächlich um 13 Uhr sperre ich am Sonntag auf und sie waren da und haben die Grilltickets geholt, ausgefüllt und bezahlt. Mhm. Und wer hat das? Ich meine, damals hat es wahrscheinlich noch keine Ordnungswache. Überwiesen ans Magistrat der Stadt Wels. Mhm. Und ist das überprüft worden damals? Inwiefern? Naja, wenn man sich. Hat es das damals schon gegeben, die Ordnungswache? Da hat es anders geheißen. Nein, da war der Wachdienst unterwegs. Der Wachdienst ist gerannt. Mhm. Der hat geschaut, ob die Leute das Grillticket gekauft haben. Noch zum Abschluss ein bisschen kurz zu dir. Wie lange hast du das Buffet schon? Ich betreibe das jetzt 15 Jahre, mhm. Nicht ganz, im Dezember sind es 15 Jahre. Mhm. Bin da aufgewachsen sozusagen als Wirtin, weil es war mein erstes Pachtstück. Mhm. Und habe mich immer sehr wohl gefühlt. Ich finde, dass den schönsten Gastgarten hat, ganz Wels. Ich finde auch die Anlage sehr schön. Alle 4 Jahreszeiten bewundert die jedes Jahr. Mhm.